Naja, du bist an deiner Baumfarm. So. Ja, da kam ich doch gerade her. Muss ich wieder da runter. Schon wieder hier. Ich weiß es nicht, was du machst. Ich denke an Essen und mein Charakter dann zum Ofen. Du bist eins mit deinem Charakter. Das siehst du nicht so aus. Ist immer gut anzuholen. Denn in der Realität hast du die Haare und die sind nicht kurz, sondern ja. Also wenn du jetzt eine genaue Personenbeschreibung von mir abgibst, ja, dann gebe ich dir auch was ab. Die sind nicht schwanger? Willst du damit sagen, fett? Kannst du das ernsthaft sagen? In solcher Situation darf man Frauen nie antworten. In so einer Situation nichts sagen. Das ist die einzige Möglichkeit, längerfristig zu überleben. Besonders wenn Scheren und Messer im Haushalt sind. Ja, immer diese Killerfrauen, ey. Frauen, lasst euch nicht alles gefallen. Wenn der Mann doof ist, dann zeigt es ihm auch. So. Immer diese Killerfrauen. Aber nicht so ernst, ey. Falls es hier bei euch hört, sieht, fühlt oder schmeckt, nicht so ernst nehmen. Wir nehmen uns auch nicht so richtig ernst. Nee, nicht unbedingt. Wenn ich dir eine Art böse wäre über das, wegen dem, was du hier so erzählst, dann hätten wir jetzt schon ein ernsthaftes Problem, weißt du das? Also wie du dich manchmal benimmst, das geht gar nicht. Die Sau kann ich gar nicht einfangen, ja. Das ist eine wirklich richtig schöne Überleitung, die Sau. Ich will jetzt nicht einfangen hier, ey. Dann kann ich nur abschlachten. Das ist ein gutes Beispiel für sehr schlechte Übergänge, die sehr falsch verstanden werden können. Vor allem, wenn Sätze mit die Sau anfangen. Was willst du mir jetzt damit sagen? Gibt es hier noch mehr Tiere? Ja, eigentlich, ich habe jetzt keine gesehen. Außer dieses Schwein. Ich glaube nicht. Stimmt, ja, weil ich die Egelfigur da. Was mache ich denn? Und da ist mein Schiff. Darf ich mal bitte laut denken? Kannst du mal leise denken? Danke. Mann. Ich meine, ich könnte mich auch mit dir unterhalten, aber meine Selbstgespräche sind meistens geistig. Ich glaube, da ist ein Tier. Nee, das ist ein Haufen Erde. Okay. Mir reicht's. Ich glaube, ich mach das jetzt. Nö, ich habe nur einen Tee gefunden. 306 Tage? Hey, du hast bald die Errungenschaft, nur noch 65. Du spielst schon viel zu lange Raft. Ja. Irgendwie so, ne? Warte mal, ich wollte doch zu den Tieren. Jetzt renne ich nach oben und such die in deinem Hochhaus. Ach ja, uns beiden ist nicht mehr zu helfen. Das ist eine komische Ungewöhnung, dass die jetzt hier hinten sind. Direkt hinter der Küche ist der Tierstall. Ich weiß jetzt nicht, ob die Tiere das irgendwie falsch verstehen. Hallo, Huhn. So, es geht weiter. Jetzt können die Netze wieder voll werden. Erzähl mal was Interessantes. Das sind Holzkisten? Nee, da. Wow, der war echt schon leer. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie aussieht, was Bionale Seile. Da. Wäre geil, wenn ich alles absichtlich falsch beschriftet hätte, oder?
Baumarkt. Sieht irgendwie cool aus. Der hat getan, Anker. Anker. Ich habe auch mein Bestes gegeben. Dein Bestes, du bist der Best. So. Mein Bestes, um dich zufrieden zu stellen. Ja, zumindest sind die Kreaturen nicht sauer, weil du sie nicht bezahlt hast. Ups. Oh, ich vermisse dieses Spiel. Zahlentag. Arbeit hat immer keiner den Witz verstanden. Wie gesagt, Zahlentag. Da erntet man nur schiefe Blicke. Das ist nicht so die Generation Dungeon Keeper. Ja, Dungeon Keeper war ein schönes Spiel. Ja, war super, ja. Ich hab's nie durchgespielt. Ich war da noch 11 oder 12. Ich hab mich nicht getraut. Mir war's so gruselig. Ich war halt ein Kind, ne? Da darf man mal Sachen gruselig finden. Und dann fand ich's auch ein bisschen schwer. Aber trotzdem hast du's gespielt. Du hast noch gespielt, wo wir zusammengekommen sind. Na, so ein bisschen halt. Ich bin halt nicht weit gekommen. Ich hab nicht mal die Hälfte der Levels gemacht. Ich glaube die ersten 7 oder 8 nur. Wirklich so ein bisschen. Ein bisschen schade. Ich würde es so gerne nachholen, das geht nicht. Auf Englisch, ja, könnte man, aber ich verstehe Englisch nicht gut genug, dass mir das dann Spaß machen würde. War ich ein bisschen traurig. Ja, da kann ich mir keinen vorstellen. Spaß, wenn da viel Text drin ist, wenn mein Englisch nur so mittelmäßig ist, dann verstehe ich ja immer die Hälfte nicht. Oder immer irgendwelche Begriffe sind, die ich noch nie gehört habe. Den finde ich doof. So Stardew Valley ging, da konnte man zur Not mal ein bisschen nachschlagen. Also ist auf Deutsch. Inzwischen ja, aber am Anfang. Minecraft ging auch, da konnte man auch mal Begriffe nachschlagen. Weil wenn jemand die ganze Zeit quasselt und er benutzt so viele Worte, die man alle nicht kennt. Das ist ein bisschen doof. So. Dich kann man nicht merken. Wo ist das Ding, was man merken kann? Da ist eins. Nee, ich habe nur einen Lama gefunden. Auf der Insel. Ich habe gerade 3 Eimer gefunden. Ich dachte, ich benutze mal welche. Oh. Na gut. Deine Pfeiler steht ein bisschen doof. Bald ist wieder Weihnachtszeit und ich freue mich drauf. Wenn ihr diese Folge guckt, dann macht ihr wahrscheinlich Ostergeschenke auf. Oder geht vielleicht in die Ferien. In die Sommerferien. Ja, wir laden mal sehr zeitnah hoch. Denn bei uns ist bald Weihnachtszeit, fröhliche Zeit. Aber gut zu wissen, wenn es bei euch schon lang nicht mehr schneit. So die letzten 10 Jahre oder so. Warten. Bei euch hagelt es dann mit schlechten Zensuren. Au. Warum lässt denn das den Kopf hängen? Was ist mit dem Lama, das ist kaputt? Hä? Ja, das lässt den Kopf hängen. Ist was? Verdammtes Vieh. Jetzt ist der Kopf wieder oben. Oh, die sind verschieden groß. Das hat den Kopf ganz nach unten gehängt. Gehangen. Gehungt. Ich bin ja, ich bin zwar kein Deutschfreak, aber das wusste ich noch. Der hat doch so ein Nametag um. Warum kann ich es nicht umbenennen? Der hat doch so ein Schildchen dabei. Hallo Huhn. Gott. Die Intelligenz strahlt aus ihm. Ja, bei mir auch. So. Vor allen Dingen, dieses Lama rennt hier links, rechts, kreuz, quer über der Wiese und sagt, ich hab hier einen Hunger. Oh, ich finde hier nichts zu essen. Oh. Es ist ein Lama. Ja, wenn du so doof bist, dann kannst du auch verhungern. Ganz ehrlich, die dummen Tiere müssen nicht überleben. Boah. Ja,
Na, ganz ehrlich, 20 Futterstellen und er findet keine einzige neben sich. Oh. Ja, so eine Tiere müssen aussterben. Stell dir mal vor, es vermehrt sich. Oh Gott, schon wieder so viel wenig Material. Oh, ich habe noch eine ganze Kiste voller Seide gefunden. Da packe ich mal noch mehr rein. Wie? Meinst du oben bei uns eine ganze Kiste voller Seile? Nee, ganz unten. In der Blumenkiste. Ach so, da stimmt, da war noch was. Da war ja noch was gewesen. Mal lassen. Da kann man dann mal die Sachen reinmachen, die man schnell loswerden will. So eine Kramskiste. Wenn man unten gerade aberntet und man will nur bestimmte Sachen, kann man auf den Rest erstmal hinpacken. Es ist immer schön, so eine Kramskiste zu haben. Bei Stardew Valley hast du ungefähr 4 davon. Ich hoffe, ich dir doch schon hinterhergeräumt habe. Deswegen finde ich es auch schön, wenn du nicht immer hinterherräumen musst. So. So. Jetzt muss ich wieder hier rauf. Genau. Diese Musik gut. Ist übrigens super zum Einschlafen. Fanny, es läuft ja nicht mal die Musik. Warte mal. Wenn ihr mal nicht abends schlafen könnt, könnt ihr mal bei YouTube zum Beispiel die Musik suchen. Und dann einfach mal so eine halbe Stunde diese Musik hören.